Der Herbstsale geht in die nächste Runde und da haben wir heute Produkte, die Ihnen helfen, warm zu werden. Es ist biestig kalt heute bei uns. Die Sonne scheint, aber es sind trotzdem nur 5 Grad. Und da fängt man schon mal an zu frösteln. Aber man will vielleicht nicht immer gleich die große Heizung anmachen, wo man genau weiß, da kann ich genauso gut Geld in die Heizung reinschmeißen. Das brennt genauso gut wie Kohle und kostet wahrscheinlich auch genauso viel die Kohle oder Öl oder Pellet, was immer Sie haben. Die Heizkosten gehen in die Höhe, aber wir kommen nicht drum rum zu heizen. Klar, man will es ja warm und gemütlich haben, kuschelig haben jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit. Und wir haben heute Produkte, die Ihnen helfen, warm zu werden, warm zu bleiben, in allen möglichen Größen für alle möglichen Anwendungen, Carsten. Ja, Zusatzheizkörper sozusagen, wo Sie ganz einfach in der Lage sind, mal eben in kürzester Zeit für eine gesunde und vor allen Dingen vernünftige und wohltuende Wärme in diversen Räumlichkeiten zu sorgen. Sei es mal bei Ihnen zu Hause, ja, bevor jetzt die Heizung dann so hoch dreht, dass also auch mal ein Wohnraum oder mal ein Schlafzimmer beheizt sein kann, ein Hauswirtschaftsraum, mal in der Garage, wenn Sie noch so ein bisschen was werkeln. Im Moment hat man viel mit Gartenarbeit und so weiter was zu tun. Da hast du auch die Finger so stehen bei ein paar Grad über Null. Ja, bis hin zu diversen anderen Geschichten, auch gerne mal im Gäste-WC oder was oder in Räumlichkeiten, wo es sich eigentlich gesagt, überhaupt nicht lohnt, da mal jetzt den Heizkörper hochzudrehen, wenn man sich mal eine halbe, dreiviertel Stunde oder was drin aufhält. Und da sind solche Zusatzheizkörper ganz hervorragend und unglaublich hoch im Kurs bei unseren Kunden. Und gerade auch der erste hier, den kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sehr empfehlen. Weil gerade diese Art von Heizkörper finde ich ganz fantastisch. Nur, dass dieser Heizkörper jetzt ein Ölradiator eben nicht mit klassischem Wasser betrieben wird, wie das bei Ihrer Zentralheizung zu Hause der Fall sein wird. Das Wasser wird ja in der Regel im Keller oder dort, wo die Heizung eben steht, aufgeheizt und dann durch die Leitungen geführt, so dass eben der Heizkörper oder die Heizkörper bei Ihnen in der Wohnung dann die Wärme abstrahlen. Dieser Rippenheizkörper mit 7 Rippen ist mit Öl gefüllt. Und das bedeutet, der heizt sich ähnlich schnell hoch, wie das mit Wasser funktioniert, nur er hat den Vorteil, dass dieses Öl die Wärmeleistung oder die Wärme, die er abgibt, noch wesentlich länger hält, auch dann, wenn Sie ihn schon längst abgeschaltet haben. Ein schönes, kompaktes, kleines Modell. Alles, was Sie brauchen, ist eine Stromzufuhr, das heißt eine Steckdose. Also überall da, wo Sie eine Steckdose haben, können Sie hervorragend mit diesem Modell mal eben für Wärme sorgen. Und ich kann Ihnen die Angst nehmen. Man denkt ja immer, oh Gott, jetzt habe ich da so ein elektrobetriebenes Zusatzheizgerät. Das frisst mir ja die Haare vom Kopf. Dann spare ich Heizleistung, aber ich muss ein Vermögen für Strom bezahlen. Maximal 800 Watt. Die Sie hier bei der höchsten Stufe entsprechend erwarten dürfen. Übrigens stufenlos einstellbar hier vorne mit diesem kleinen Drehrädchen. Und Sie werden überrascht. Sie können das mal anmachen, vielleicht mal ein paar Minuten mal laufen lassen oder vielleicht mal eine halbe Stunde laufen lassen. Und wenn Sie ihn abschalten und dann mal nach so einer halben Stunde mal die Hand drauflegen, wirst du immer noch eine gewisse Wärmeleistung erwarten können. Ja. Finde ich super. Im Moment habe ich das Problem, dass bei mir in der Wohnung die Wäsche nicht trocknet. Ja. Meine T-Shirts und so weiter. Oder Handtücher oder was, lege ich immer auf die Heizkörper drauf, damit sie mitunter endlich mal trocken werden. Wäre natürlich auch eine Idee für so ein kleines Gerät. Ich finde es fantastisch. Ich leide unter den Temperaturen genauso wie Ingo, aber ich glaube noch nicht ganz so schlimm wie Monika, oder? Ja. Was ist bei dir mit der Heizung? Ist die schon auf Winterbetrieb bei dir? Die ist schon auf Winterbetrieb, ja. Also mir ist durch und durch kalt, wirklich. Aha. Und ich muss auch schon sagen, ich habe auch schon meine Heizung angemacht. Na klar. Weil es ist mir einfach wirklich viel, viel zu kalt. Aber eben gerade auch bei uns zum Beispiel im Gäste-WC ist es mir aufgefallen, da wird es irgendwie trotzdem nicht so wirklich warm. Fände ich auf jeden Fall auch mal eine sehr gute Sache, jetzt da einfach nachzurüsten. Na klar. Und ich habe es auch erst bei uns in der Familie gesehen oder mitbekommen, dass die Heizung, die komplette Anlage an einem Freitag ausgefallen ist. Und das ganze Wochenende musste dann der Opa von meinem Freund in dieser, im kalten Haus sitzen. Boah, wenn du den Atem schon siehst, ja, oder? Das also war dann echt kein dann Spaß. Dann und da kam keiner am Wochenende. Keiner hat sich dafür irgendwie für zuständig gefühlt. Ja, also das wünscht man natürlich keinem, um Gottes Willen. Und der Herbst, der hat jetzt gerade erst richtig angefangen. Wir werden noch Temperaturen bekommen, da gucken wir uns, glaube ich, alle um. Haben wir alles in den letzten Jahren schon mal erlebt. Also wohl dem, der dann mal so einen kleinen Zusatzheizkörper hat oder eins unserer anderen Modelle. Denn damit sorgen Sie mal eben schon in Windeseile für eine vernünftige Temperatur bei Ihnen zu Hause. Ja, deshalb seien Sie schnell beim Bestellen. Und auch hier in unserem Herbst-Sale sparen Sie natürlich noch mal. Im Vergleich zu Pearl.de sparen Sie hier noch mal 5 Euro, finde ich auch schon einen Spitzenpreis. Und so ein Ölradiator mit 7 Rippen hat einfach richtig viele Vorteile. Die NX9011 und die 569, die Bestellnummer. Und jetzt haben wir was richtig Feines, nämlich Konvektorheizung. Und die können Sie per App steuern. Wir haben 2 verschiedene Größen. Wir beginnen jetzt erstmal mit der etwas kleineren. Aber auch die finde ich besonders schick, muss ich sagen.
Und natürlich kennt man die vielleicht auch so aus schicken Hotels oder ähnliches. Ja. Da sind ja auch meistens solche verbaut. Ja, schöne Glasoberfläche. Finde ich auch optisch ausgesprochen ansprechend. Egal, ob Sie sie hinstellen oder auch gerne mal an einer Wand platzieren. Die entsprechenden Halterungsmöglichkeiten haben Sie dabei. Sogar die Montagegeschichten mit Schrauben und Halter und so weiter sind schon komplett im Preis mit inbegriffen. Dazu kommt die Glasfront und natürlich auch ein leicht abzulesendes Display, weil natürlich alle unsere Konvektor-Heizkörper mit einem sogenannten Thermostat ausgestattet sind. Wir sehen das hier rechts oben im Bild und das sieht schon knorke aus, oder? Wenn man den so als Zusatzheizung mal an der Wand hat, haben viele hier auch gerade, wenn du Babys hast. Ja, das ist auch mal so ein Thema, da werden auch gerne Infrarotstrahler und sowas genommen. Aber gerade so an der Stelle, wo du dich aufhältst, so nachts um drei fährt die Heizung ja sowieso dann eben irgendwann mal auf Nachtbetrieb runter. Ja. Dann stehst du dann da in deinem dicken Sweatshirt und versuchst dann irgendwie für Wärme zu sorgen. Ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Also auch in so einem Bereich einfach mal auf eine Zusatzheizung gehen. Und jetzt gucke ich mal gerade. Wir sind jetzt hier bei, was haben wir da stehen? 22 Grad. Dann wird er noch ein bisschen heizen. Ich habe ihn auf 23 Grad Umgebungstemperatur eingestellt. Ist das in deinem Sinne? Also ich wäre lieber für 24. 24. Dann drehen wir den nochmal hoch. So, aber du, 24. Du machst es ja gerade gar nicht an der Heizung. Nein, das mache ich nicht an der Heizung. Wie hast du das? Das ist schon vorweggenommen. Das sind Heizkörper, die man per App steuern kann. Das geht natürlich super vom Wohnzimmer aus, wenn du so ein Ding mal irgendwo im Schlafzimmer hast und du sagst, in einer halben Stunde möchte ich zu Bett gehen, dann kannst du gerne vom Wohnzimmer aus mal eben kurz über das Smartphone ganz einfach die Heizung einschalten. Doch interessanter wird es aber, wenn du vielleicht ganz einfach hingehst und sagst, Mensch, ich bin jetzt hier im Büro oder was, ich habe heute ausnahmsweise mal eine Stunde oder zwei früher Feierabend, jetzt komme ich aber gleich nach Hause und da ist es eiskalt in der Bude drin, dann schnappen Sie sich mal ganz einfach das Smartphone und fernsteuern quasi mal Ihre Heizkörper zu Hause. Und das können Sie ganz einfach mit einer Gratis-App machen. Wir haben Sie jetzt hier mal auf 22 oder auf 24 Grad gestellt. Ich stelle Sie nochmal von 24 auf 26 hoch, pass auf. Oh, ja. So, jetzt kriegt er den Impuls. Stimmt. Und jetzt heizt der so lange, bis die Umgebungstemperatur auf 26 Grad ist und dann geht er automatisch aus. Wenn die Temperatur dann wieder runtergeht, geht er wieder automatisch an und gibt wieder seine Heizleistung ab. Das ist ja genial, ne? Das ist schon spitze gemacht, oder? Ja. Übrigens, weiß nicht, ob Ihnen das auffällt, der Heizkörper läuft, der gibt doch schon eine angenehme Wärme ab. Hier kommt schon das erste an. Ich höre überhaupt nichts. Die sind leise. Ja. Ja, man hört gar nichts. Mein Heizkörper zu Hause, als ich den irgendwann vor zwei, drei Wochen das erste Mal angemacht habe, gluck, 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 bong, 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 der hat ein Getöse gemacht, habe ich gedacht, oh Gott, mir fliegt gleich der Heizkörper in die Luft. Die nicht. Ja, die sind ausgesprochen leise, man hört gar nichts. Und alleine deswegen schon, weil es eben ein sogenannter Konvektor-Heizkörper ist. Der bedient sich eines ganz einfachen physikalischen Prinzips. Sie wissen, warme Luft steigt immer nach oben. Und so ist es so, dass von unten ganz einfach die kühle Luft nicht angesaugt wird. Die geht automatisch da rein, wird quasi zwischen diesen beiden Heizelementen erwärmt. Und dann steigt die warme Luft nach oben ganz einfach aus diesem Gerät wieder heraus. Wow. Sie haben keine Staubentwicklung. Bei einem klassischen Heizlüfter hast du mitunter schon mal so einen Ventilator drin. Wenn du den einschalten, da kommt dir erstmal so eine Wolke entgegen. Das kann Ihnen hier eben nicht passieren. Ich finde die fantastisch. Als Zusatzheizkörper für kleine Räume finde ich den kleinen super. Für etwas größere Räume würde ich eher den größeren empfehlen. Beide sind fantastisch. Bis zu 1000 Watt, bis zu 2000 Watt im absoluten Maximum. Absolutes Maximum heißt 35 Grad Celsius. Oh ja. Ja, also wenn Sie einen Saunabetrieb haben, müssen Sie mit 2000 Grad rechnen. Wenn Sie moderat temperieren möchten, dann geht es auch günstiger. Ja, wir haben die in zwei verschiedenen Größen und schauen Sie sich mal unseren Preis an hier. So Konvektorheizungen wissen viele gar nicht, aber die kosten normalerweise so deutlich über 100 Euro, weil das halt diese besondere Technik ist, hier noch mit der App-Steuerung. Sie sparen hier unglaublich viel Geld. Sie sparen 29 Euro hier bei der kleinen. Die hat die Bestellnummer NX3. 3320 und die 569. Für größere Räume würde ich den größeren empfehlen hier. Sieht genauso schick und elegant aus. Gerade so das Bild, was wir gesehen haben, wenn der so an der Wand hängt. Ich kann mir das sehr schön vielleicht auch im Badezimmer vorstellen. Allerdings. Wenn ich morgens um 7 ins Bad gehe, natürlich habe ich nicht die ganze Nacht über die Heizung an. Nee. Das wäre ja eine Verschwendung. Hier kann ich ganz einfach sagen, so wenn ich um 7 rein will, dass er um 6:30 anfängt, das zu heizen. Und ich habe ein warmes Badezimmer. Wie kannst toll ist das denn? Kannst du per Zeitvorwahl machen? Du hast natürlich auch verschiedene Zeitzonen, die du einstellen kannst. Also das, pass mal auf, der hängt jetzt im Badezimmer und der soll morgen früh, soll der um 6:30 angehen und um 7:30 soll der automatisch wieder ausgehen. Dann stellst du das von der Zeit ganz einfach ein. Monika wird es wahrscheinlich so machen, sie macht die Augen auf. Der erste Griff ist der zum Handy. Ja, genau. Ist er schon und dann zack. Mal gucken, wer denn da nachts um 3 oder um 4 noch geschrieben hat oder was da jetzt an Nachrichten gekommen ist. Und dann wird ganz einfach klack, der Heizkörper dann eben im Badezimmer oder vielleicht auch in der Küche entsprechend angemacht. Ich persönlich heiz in der Küche nicht.
Das schockiert dich gar nicht, ne? Nein. Nein? Moni ist sehr oft in der Küche. Du hast mir eben darüber gesprochen, dass deine T-Shirts nicht mehr trocknen. Also, mich schockiert da gar nichts mehr. Da weißt du wahrscheinlich, ich trockne nicht meine T-Shirts nicht in der Küche. Ich habe also auch beheizte Räume bei mir zu Hause. Ja, aber trotzdem dauert es. Gas soll wieder sehr teuer werden, habe ich gehört. Und insofern versuche ich also die Kostensituation bei mir zu Hause relativ moderat zu halten. Da ist so ein Heizkörper natürlich mal genau das Richtige hier. Ja, und wir werfen natürlich auch hier mal einen Blick auf den regulären Preis. Da wären wir bei 130 Euro. Und jetzt schauen Sie mal, wie viel Sie hier bei uns im Herbst-Sale sparen. 80 Euro sparen Sie hier. Unser TV-Sonderpreis 49,99 Euro. Also lassen Sie sich das bloß nicht entgehen, diese Gelegenheit. Gerade eben auch diese Konvektorheizung hier mit 2000 Watt und App-Steuerung ist wirklich richtig schick, allein von der Optik, aber auch von der Wirkung. Und ich finde auch für alle Allergiker, gerade dass es nicht diesen Staub so hervorwirbelt, finde ich auch sehr, sehr toll. Die NX3321 und die 569, die Bestellnummer. Und jetzt haben wir noch was richtig Tolles, nämlich einen Infrarot-Heizstrahler, der steht schon hier direkt neben mir. Wie kommt das denn, Moni, dass der bei dir steht? Ne? Warum habe ich den wohl da hingestellt? Oh, da ist ein Käferchen drauf. Ja, da ist ein Käfer drauf. Oha, der fühlt sich auch wohl in der Wahl. Der möchte auch gewärmt werden. Ja, dem ist auch kalt. Ja, im Moment ist die Zeit, wo für viele Insekten gerne das... Oh, jetzt ist er weg. Wo ist er denn jetzt? Ist er dir leicht in den Pullover gefallen? Nein, der ist unten. Im Moment ist ja die Zeit, wo auch viele Spinnen und so weiter reinkommen. Klar, der wird auch kalt da draußen. Die suchen ein warmes Plätzchen. Ja, das stimmt. Die sind auch schon bei mir eingetroffen. Schade, dass Sie diesen panischen Blick gerade nicht gesehen haben. Reden wir doch ganz einfach mal über einen Infrarot-Heizstrahler, eine Heizstrahlsäule, die wir Ihnen heuer für gerade mal 50 Euro rausgeben dürfen. Wir haben ein ganz begrenztes Kontingent von einer ganz besonderen Heizungsmethode hier, die normalerweise doch wesentlich kostspieliger ist. Da sind wir normalerweise bei deutlich über 100 Euro. Und insofern ist das ein fantastisches Angebot. Was ist Infrarotwärme? Nun, viele von Ihnen werden diese sogenannte Kontaktwärme vielleicht aus einem anderen Zusammenhang kennen. Wenn Sie schon mal gerne in die Sauna gehen, dann kennen Sie eine klassische 80, 90, 100 Grad Sauna und finnische Sauna und wie sie alle heißen. Es gibt aber auch diese Infrarotsaunen und das ist etwas ganz Besonderes, denn die Infrarotwärme ist eine Kontaktwärme. Mhm. Wenn sie also auf Ihre Haut trifft, dann geht das richtig in die unteren Hautschichten mit hinein. Herrlich. Anders als ganz normale Wärme, die von einem Heizkörper abgegeben wird. Das ist kein Heizstrahler, der einen ganzen Raum erwärmt, sondern erwärmt das, worauf quasi diese Heizstrahlen auftreffen. Einfaches Beispiel, damit Sie es sich vorstellen können, wie sich das anfühlt. Wenn Sie an einem sonnigen Tag im Herbst oder im Winter im Schatten stehen, ist es kalt. Ja? Jetzt treten Sie aus dem Schatten raus und gehen in die Sonne. Und auf einmal ist es innerhalb von einem Sekundenbruchteil warm geworden, dass man das Gefühl hat, sobald man in der Sonne steht, man kann die Jacke ausziehen. Ja? Ja. Was natürlich Quatsch ist, die Umgebungstemperatur hat sich ja jetzt durch die 2 Meter nicht verändert. Aber diese wärmenden Strahlen der Sonne, das ist ungefähr das, was wir hier mit unserem Infrarot-Heizstrahler quasi ein Stück weit simulieren. So jetzt toll. Möchte ich wetten, hat Monika gleich auf Stufe 3 gestellt. Ich bin noch bei Stufe 1. Du bist noch bei Stufe 1. Das ist ungewöhnlich für dich. 3 verschiedene Stufen haben Sie, wobei Sie die 3. Stufe selten brauchen werden. Die ist also auch mal aus 4, 5, 6 Metern Entfernung immer noch deutlich wahrzunehmen. Mhm. Stufe 1 reicht bei diesem Modell locker aus und da sind Sie bei 600 Watt Verbrauch. Also das ist nun wirklich deutlich günstiger als die meisten Heizungsanlagen, die ich kenne. Natürlich geschützt das Ganze durch ein Schutzgitter, damit auch Haustiere und so weiter sich da nicht irgendwie verletzen können. Und vor allem nimmt der sehr, sehr wenig Platz weg im Vergleich zu vielen anderen Zusatzheizkörpern. Schaut mal, der hat einen stabilen Sockelfuß, ungefähr so groß wie ein Teller, ja, und geht dann eher in die Höhe, sodass natürlich auch ein gewisser Körper abgedeckt wird. Das heißt, er kommt auf eine Höhe von ungefähr 1,20 Meter, 1,30 Meter. Und so haben Sie das natürlich, wenn Sie sitzen, quasi auf dem ganzen Körper verteilt. Kleine Anmerkung noch, ich werde häufiger danach gefragt, Kontaktwärme, oh Gott, wenn ich den jetzt hier auf 2 Meter Entfernung auf meinen Esstisch halte, dann wärmt er mich, schmilzt dann mein Handy oder mein Plastiklöffel oder so. Nein, ja, das ist also kein Flammenwerfer, den Sie hier hinstellen. Es ist einfach nur eine unglaublich angenehme Wärmeentwicklung, die Sie hier haben. Natürlich auch mit Timerfunktion von 1 Stunde bis zu 24 Stunden können Sie das Ganze timen. Und ja, es gibt sie noch, die Raucher heutzutage, ja, die müssen natürlich immer rausgehen, was ich auch definitiv begrüße, aber als Raucher draußen in der Kälte stehen ist auch kein Vergnügen, dann stellen Sie doch einem Raucher auch gerne mal sowas nach draußen, denn der ist entsprechend wind- und wetterfest, bitte nicht in strömenden Regen stellen, aber in einen spritzwassergeschützten Bereich können Sie den auch gerne mal
im Außen betreiben. Schönes langes Stromkabel ist mit dabei, der Verbrauch ist recht moderat und die Wärme ist mega angenehm. Ja, vor allem, das geht ja direkt durch und durch. Ne? Ja. Ich kenne das, wenn man irgendwie jetzt im Winter oder in kalter Jahreszeit draußen spazieren geht, kann man die Finger ja kaum bewegen, wenn man wieder reinkommt. Ja. Jetzt, wenn man die auf die Heizung legt oder sowas, die Hände dann dauert das immer einen kleinen Moment. Das tut vor allem richtig weh, wenn du richtig eiskalte Finger unter du hast ja gar kein Gefühl und dann merkst du das gar nicht. Das kribbelt dann immer so komisch. Ja? Das werden Sie hier nicht haben. Legen Sie mal die eiskalte Hand auf den Heizkörper oder halten Sie mal eine eiskalte Hand vor so einen Infrarotheizstrahler. Das sind Welten. Unglaublich beliebte Geschichte. Und jetzt heute für Sie, für gerade bei 50 Euro, das ist ein Top-Angebot. Greifen Sie zu, solange wir welche haben für das Geld. Sie sparen über 80 Euro hier, ganz, ganz einfach, weil Sie jetzt Pearl TV schauen. Bei uns bei Pearl.de 130,99 Euro, aber hier bei Pearl TV nur 49,99 Euro. Ja. Für Indoor und Outdoor kann man den benutzen. Das ist ja die gleiche Technik, die man auch oft so in Außengastronomien sieht. Ja. Da sitzen die Leute im T-Shirt bei 2, 3 Grad Außentemperatur. Oder bei Babys, ganz genau. Ne? Infrarotsauna ist was ganz Tolles. Wir haben auch diese kleine Infrarotsauna, diese Ein-Mann-Sauna. Ich werde den mir auch gleich mitnehmen. Bevor wir zum nächsten Produkt kommen, Sie sehen schon den Preis, den Sie hier im Overlay haben. Ja. Das ist wirklich unglaublich, oder? Ja, der wohl kleinste Zusatzheizkörper der Welt, kann man ohne weiteres so sagen. Ein Steckdosenheizlüfter. Und wie es der Name schon vermuten lässt, lässt er sich an jeder Steckdose betreiben. Ja, Sie haben hier im vorderen Teil ein Keramikelement, was die warme Luft nach außen abgibt. Hervorragende Qualität also auch. Und im hinteren Teil ist ganz einfach nur ein Stecker dran. Übrigens können Sie den auch gerne drehen, wenn er vielleicht an der einen Seite nicht passen sollte. Können Sie den also an der Ausrichtung quasi Ihrer Steckdose ganz einfach anpassen. Eingeschaltet wird er hier an der Seite und dann werden Sie ein Display vorfinden, wo Ihnen die Temperaturanzeige entgegenspringt. Das heißt, hier ist ebenfalls ein Thermostat mit drin. Wenn Sie sagen, ich möchte gerne mal auf einer kleinen Fläche, damit kriegen Sie keine Lagerhalle geheizt. Aber mal so eine kleine Fläche, einen kleinen Raum, so ein paar Quadratmeter, wo Sie sich aufhalten, wenn Sie da so Ihre angenehme 22, 23 Grad haben möchten, ist der absolut ideal. Einfach nur die nächstbeste Steckdose rein, Wunschtemperatur über die beiden Plus- und Minustasten einstellen. Bis zu 30 Grad ist das machbar. Ja? Und dann haben Sie natürlich mal eine ganz tolle Möglichkeit in kleinen Räumlichkeiten. Monika hat eben das Gäste-WC angesprochen. Ja. Büro. Da bleibt manchmal bei 2-3 Quadratmeter Fläche mit Waschbecken und Toilettenschüssel ja überhaupt keinen Platz mehr für einen Heizkörper. Mhm. Insofern haben viele Gäste-WCs überhaupt keine Vorrichtung fürs Heizen. Fenster ist immer auf Kipp, da ist es immer eisekalt drin. Ne? Aber eine Steckdose werden Sie wahrscheinlich in diesem Raum haben. Ganz einfach mal den Steckdosenheizlüfter rein. Und fertig. Ja, in manchen Büros kennt man das. Letztes Jahr war die Diskussion in öffentlichen Räumlichkeiten nicht mehr als 19 Grad wegen der Kostensituation. Ich persönlich finde 19 Grad schon sehr, sehr sportlich. Da kannst du so eine Geschichte natürlich auch mal eben dran packen. Schau mal, schon wird dem Kollegen warm. Ja, das ist schon beeindruckend. Zack, ne? Und schon wird wieder effektiv gearbeitet. Ist ein Arbeitgeber. Ich finde es auch cool, dass er einen Thermostat hat. Das heißt, er heizt natürlich auch nur so lange, bis die Temperatur erreicht ist. So klein, aber so effektiv. Und 5 Euro ist immer noch der Hammer, oder? Ja. Finde ich auch. Sie sparen nämlich hier ganze 18 Euro im Vergleich zu Pearl.de. Gerade jetzt in dieser kalten Jahreszeit sollte man ja eigentlich meinen, dass die Preise hochgehen für diese Produkte. Eigentlich schon, ja. Hier bei uns im Herbst-Sale eben nicht 5 Euro. Oh, superklasse. Wir schauen natürlich jetzt auch nochmal uns den regulären Preis an bei Pearl.de. Da wären wir eben bei 23 Euro. Also Sie sparen hier wirklich nochmal einiges. Hier knapp 18 Euro. Das ist wirklich super. Und vielleicht auch einfach da mal zum Beispiel, vielleicht hat Ihr Mann auch so einen Hobbyraum oder eine Hobbywerkstatt, wo gar keine Heizung verbaut ist. Auch da würde ich den immer mitnehmen. Oder vielleicht auch ein Bügelzimmer. Einfach ein Herz immer für mitnehmen. Männer. Ein Herz für Männer. Das ist das Motto in dieser Sendung. Bügelzimmer ist auch so ein Thema. Ich habe so ein kleines Räumchen, knapp 12 Quadratmeter. Das ist für 10 Quadratmeter ausgerichtet. Bitte, wenn es mal 2 Quadratmeter mehr sind, dann braucht er vielleicht 2 Minuten länger. Aber bei der Leistung, maximal 500 Watt, glaube ich, ist das zu verkraften. Gerade auch bei solchen Geschichten. Ich habe so ein kleines Räumchen, da bügel ich gerne, da habe ich meine Wäsche und so weiter stehen. Ja, ein Raum, den ich nicht beheize, deswegen werden die T-Shirts nicht trocken. Ja. Da kannst du sowas mal an die Steckdose dranhängen. Ich bestell ihn dir jetzt. Und, ja, genau, das mache ich jetzt, damit du deine Ruhe hast. So, schönes Modell. Für 5 Euro auf jeden Fall. Sollten Sie richtig schnell sein beim Bestellen, weil Carsten wird auch gleich zugreifen. Oder ich werde es ihm bestellen. Aber bestellen Sie natürlich auch gerne für 5 Euro. Das ist echt ein Spitzenpreis. 18 Euro sparen Sie hier bei diesen Mini-Steckdosen-Keramikheizlüfter. Die NX9585 und die 569, die Bestellnummer. Und da wünschen wir natürlich ganz viel Freude hier und schöne warme Stunden.